Moin moin und wieder mal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal wieder ein technisches Video zeigen und zwar geht es dabei um die Lüftung im Kastenwagen. Ich möchte euch heute mal einen Ventilator vorstellen. Dieser Ventilator passt ideal oben in das Dachfenster rein, in die Dachluke. Und dieses Gerät war seinerzeit für ca. 16 bis 17 Euro in einem der großen Supermärkte zu bekommen. Ich habe dann im Internet ein wenig rumgestöbert und habe dann noch einen Anbieter gefunden, der diese Geräte verkauft. Es handelt sich hierbei um einen 40 cm hohen Ventilator. Der Clou an dieser Geschichte jetzt beim Einbau ist, ich kann sowohl die Luft von außen hier reindrücken lassen, also ganz normal als Ventilator benutzen, als auch die Luft rauszusaugen, das heißt im Sommer, wenn es warm ist, die warme Luft aus dem Kastenwagen rauszusaugen und nach draußen zu blasen. In Verbindung dann mit einem offenen Fenster im Heckbereich saugt er dann die warme Luft aus dem Fahrzeug heraus. Alle, die einen Kastenwagen besitzen, wissen selber, wie sich so ein Fahrzeug aufheizen kann. Aber nicht nur im Kastenwagen, sondern in allen Fahrzeugen ist das der Fall. So, jetzt sehen wir das Gerät noch einmal von hinten und ich werde das Gerät noch einmal drehen. So sieht das Gerät jetzt von der Seite aus. Das Gerät verfügt auch über Standfüße, sodass wir Gerät auch benutzen können, zum Beispiel auf dem Tisch oder im Küchenbereich. So, das Ganze ist jetzt ja eigentlich nichts Neues. Einige werden das ja schon kennen, dass man den Ventilator einfach oben in diese Dachluke einklemmen kann. Aber damit ich das Gerät auch während der Fahrt zum Beispiel oben lassen könnte oder auch zur Sicherung, habe ich mir dann vier Scharniere angebaut. Jeweils ein Scharnier auf der linken und rechten Seite und oben und unten. So, was bewirken die Scharniere jetzt? Ich kann das Gerät optimal einklemmen und zur Sicherung schiebe ich dann einfach nochmal die Verriegelung hoch. Diese Scharniere habe ich im Baumarkt entdeckt und ich glaube, ich habe da 1,50 Euro oder so für bezahlt. Wichtig hierbei ist, die Anbringung der Scharniere, die sollten genau in der Mitte angebracht werden von diesem Ventilator. So, jetzt möchte ich es einmal demonstrieren. Wir setzen ihn vorne in diese Schiene ein, schieben ihn ein wenig zur Seite und schon ist das Gerät fertig montiert. Das Ganze ist nicht gerade sehr sicher, darum schieben wir jetzt einfach die Scharniere in diese Schiene rein. Und wie wir sehen können, nun ist das Gerät bombenfest, da kann nichts passieren. Wir können das Gerät nach wie vor verschieben, können das Netz dagegen schieben oder wenn wir es verdunkeln wollen, zur anderen Seite und verdunkeln das Ganze. So, jetzt in diesem Falle, wenn wir den Ventilator anstellen, bläst er die Luft von außen in das Fahrzeug rein. Das ist natürlich sehr angenehm auf der Haut, wenn man ein wenig Luftzug hat, aber die warme Luft in dem Fahrzeug ist ja nach wie vor noch immer gegeben. Ja, wie hole ich jetzt die warme Luft hier aus dem Fahrzeug? Indem ich das ganz einfach nehme. Darum habe ich jetzt die Scharniere auch in die Mitte gesetzt. Entferne den Ventilator. Drehe ihn einmal um. Klicke die Scharniere dann wieder fest. Und auch hier kann ich das Gerät verschieben. Könnte das Fliegengitter davor schieben. Oder das Verdunklungsrelais. Und jetzt in dieser Stellung wird die Luft aus dem Fahrzeug rausgesogen, wird dann von hier nach außen geblasen und ich habe dann eine komplette Auswechslung der warmen Luft hier im Fahrzeug.
Hierbei ist dann natürlich ganz wichtig, dass wir ein Fenster öffnen. Und hier empfiehlt sich dann ein Fenster ganz hinten im Heckbereich. Ich kann den Ventilator jetzt, damit ich mit dem Kopf dann nicht gegenhaue, über den Tisch schieben. Hab dann hier freie Bahn. Und abends, wenn ich schlafe, kommt er in die Mitte. Das Verdunklungsrelot kommt davor, er wird eingeschaltet. Und die Luftzirkulation ist komplett gegeben. Ja, liebe Freunde, das war's in diesem kurzen Video von mir. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und ich würde mich noch mehr freuen über einen Daumen nach oben und lasst doch auch einen Kommentar da. Bis dahin sage ich wie immer ciao ciao und bleibt gesund.